Wenn du reich werden willst, musst du nach einer längeren Liste von Problemen fragen. Tipp 11. Es ist nie das Problem selbst. Es ist immer unsere Art, das Problem zu sehen. Und unsere Unfähigkeit, uns emotional von dem Problem zu lösen. Es ist unsere mangelnde Disziplin. Wir sollen uns ja auf unsere Lösung konzentrieren, die möglichen Lösungen, statt emotional in dem Problem zu schwelgen und dann auch noch andere emotional darüber Bericht zu erstatten. Boah, mir geht's so mies. Das dürfen wir nicht machen. Da ziehen wir uns selbst, uns andere herunter. Verschwenden wir nicht die Zeit anderer Menschen, indem wir ihnen emotional Probleme schildern. Wenn wir Hilfe brauchen, so sollten wir nur kurz und knapp und sachlich in 20% der uns für das Gespräch zur Verfügung stehenden Zeit das Problem kurz darlegen, sachlich, und in den 80% der verbleibenden Zeit zusammen über eine Lösung nachdenken. Es ist niemals, mein lieber Freund, niemals das Problem, sondern wir sind das Problem. Wir müssen erkennen, kein Problem, das ist die ganz tiefe Weisheit, kein Problem liegt außerhalb von uns selbst. Alle Probleme liegen in uns. Es ist immer unser Denken, es ist immer unsere Interpretation, es sind unsere Emotionen. Das, was wir als fatales Problem einschätzen, ist für den anderen eine willkommene Trainingsgelegenheit. Hat jemand in unserem Umfeld eine unbeschwerte Art, mit Problemen umzugehen, dann sollten wir uns davor hüten, zu sagen, hey, der ist ja oberflächlich. Sinnvoller ist es, den nehmen wir uns jetzt als Vorbild, weil wir sehen jetzt genau das, was wir brauchen. Das Problem ist immer in uns. Und dort wird es bleiben, bis unsere Persönlichkeit größer und stärker geworden ist. Tipp 12. Die Lösung ist meist viel einfacher, als wir zunächst annehmen. Das merken wir, sobald wir einmal angefangen haben, nur noch über die Lösung nachzudenken. Und wenn wir verstanden haben, dass wir Probleme bekommen, um an ihnen zu wachsen, wenn wir nicht aufgeben und nicht in die blöde Gerechtigkeitsfalle tappen, wenn wir nicht zu emotional sind, dann sind Lösungen gar nicht so schwer. Wir können ein Problem als Vorwand und als Entschuldigung nutzen, um aufzugeben, oder als eine Möglichkeit zu lernen, zu wachsen und weiterzugehen in unserem Leben. Tipp 13. Umgeben wir uns mit Menschen, die uns dabei helfen, mit dem Problem souverän umzugehen. Das sind Menschen, die nicht zulassen, dass wir uns in emotionalen Problemschilderungen ergehen, die uns ermutigen, sachlich über Lösungen nachzudenken, die uns darin unterstützen, die gefürchtete Gerechtigkeitsfalle zu umgehen. Es gibt auf dieser Welt keine Gerechtigkeit. Das wollen wir immer, aber so ist die Welt nicht. Was es gibt, sind Menschen, die mit ihren Problemen nicht fertig werden oder sogar darin umkommen, und Menschen, die ihre Probleme meistern. Suche du dir den Rat von Menschen, die ein ähnliches Problem haben wie du und das die schon gelöst haben. Tipp 14. Du fragst dich, was muss in meinem Leben anders werden, damit dieses Problem überhaupt nicht mehr auftauchen kann? Das ist bei Problemen langfristig gesehen die beste aller Fragen. Was muss ich ändern, damit dieses Problem gar nicht mehr in mein Leben kommen kann in der Zukunft? Frage dich auch, welcher Segen könnte aus diesem Problem erwachsen? Du wirst da nicht nur stärker, sondern du kannst jetzt auch deine Zukunft aktiv gestalten. Welche Maßnahmen kannst du ergreifen, um in Zukunft einem solchen Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht mehr zu begegnen? Tipp 15. Das Leben ist ein Spiel, und es gibt immer ein neues Spiel. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man ein Monopoly-Spiel verliert. Es ist auch nicht schlimm, wenn wir ein berufliches Spiel verlieren oder ein privates. Wir können und sollten durchaus ernsthaft an die Dinge herangehen. Aber bedenken wir, wir sind doch nicht mehr als ein Windhauch im Kosmos der Zeit. Nehmen wir uns doch nicht wichtiger, als wir sind. Entspannen wir uns, üben wir Gelassenheit. Gelassenheit ist eine sehr anmutige Form von Selbstvertrauen. Diese Einstellung erhalten wir, wenn wir uns bewusst machen, das Leben ist ein Spiel. Tipp 16. Denken wir auch darüber nach, welche Probleme wir schon erlebt und vor allen Dingen schon durchlebt haben. Wie wir uns damals anfänglich fühlten, wie verzagt wir waren und wie wir die Probleme trotzdem gelöst haben. Und meist stellen wir fest,
Wir wollten das Problem nicht. Nicht zu dem Zeitpunkt, nicht so gewaltig, nicht so erdrückend. Aber nur so hat es uns dazu gebracht, uns mit den Kräften zu verbinden, die größer sind als wir selbst. Und das war gut so. Wir haben es bewältigt und jetzt sind wir stärker. Tipp 17. Verwandle Frustration in Faszination. Indem du deinen Fokus von dem Problem abziehst und hin zu der Lösung lenkst, entsteht diese Faszination. Du bist buchstäblich fasziniert von den Möglichkeiten und von den Chancen, die du jetzt in deinem Problem entdeckst. Solange du dich aber emotional von dem Problem gefangen nehmen lässt, bleibst du frustriert. Wenn du dich emotional von dem Problem löst, gelingt es dir, fasziniert zu sein. Und wenn du fasziniert bist, findest du am leichtesten in dieser Geisteshaltung, in dieser Lockerheit, am leichtesten eine Lösung und hast mehr Lebensqualität. Tipp 18. Tappe niemals in die Gerechtigkeitsfalle. Ich habe eben schon kurz darüber gesprochen. Wer sich ungerecht behandelt sieht, der bleibt emotional an dem Problem kleben. Das ist das Problem. Du fühlst dich ungerecht behandelt und du bleibst an dem Problem kleben. Dann wird das Problem gefühlt noch größer. Es geht nicht darum, dass das Leben dich gerecht behandelt. Nicht dein Partner, nicht deine Freunde, nicht dein Chef, nicht deine Firma, nicht deine Zulieferer, nicht deine Kunden. Es wäre natürlich schön, natürlich, wenn alle diese Menschen dich gerecht und fair behandeln würden. Aber so ist das nicht immer. Und es wird auch nicht immer so sein. Wir sollten uns besser auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Wir können die anderen nicht lenken und so zu behandeln, wie wir das gerne hätten. Aber wir können lenken, wie wir unser Leben gestalten. Und so konzentrieren wir uns auf die wichtigste Aufgabe unseres Lebens. Es geht darum, dass wir wachsen. Und wachsen an den Problemen, die sich uns stellen. Suche nicht Gerechtigkeit bei anderen. Verhalte du dich selber liebevoll. Verhalte du dich verantwortlich und fair. Das liegt in deiner Verantwortung. Die Welt kannst du nicht verändern. Du kannst an ihr wachsen und du kannst sie verbessern, indem du dich verbesserst. Das ist wahrscheinlich eine der Wahrheiten, die am allerschwierigsten zu akzeptieren sind. Aber dennoch ist es wahr. Tipp 19, die hohe Kunst des Umgangs mit Problemen ist, suche dir neue Probleme. Ja, du hast richtig gehört. Nach dem Motto, nach jedem Problem, das wir gelöst haben, suchen wir sofort ein neues, größeres Problem. So trainierst du deine Frustrationstoleranz zu erhöhen. Du trainierst deine Fähigkeit, mit Schwierigkeiten umzugehen. Alle erfolgreichen Menschen der Welt machen das. Tipp 20. Gewinner denken und fühlen in Bezug auf Probleme anders als Verlierer. Und zwar gibt es drei konkrete Unterschiede in der Sichtweise. Drei Glaubenssätze, die bewirken, dass sie anders denken und fühlen. Aus diesen drei Unterschieden ziehen sie ihre entscheidende Kraft. Und zum tieferen Verständnis kannst du dazu nochmal das 15. Kapitel in Gesetze der Gewinner lesen. Vor allen Dingen die Seiten 118, die Seiten ab 118. Gewinner sehen Probleme in der Regel nicht als endgültig an. Das ist der erste Mindset. Die sehen Probleme nicht als endgültig an. Der zweite, Gewinner lassen nicht zu, dass ein Problem alle Lebensbereiche beeinflusst. Die sagen, nee, das ist ein Problem für diesen Lebensbereich, aber nicht für alle. Drittens, Gewinner nehmen Probleme nicht zu persönlich. Wenn du das Buch noch nicht hast, du kannst es dir kostenlos bestellen, Gesetze der Gewinner und nach Hause liefern lassen. Ich schenke es dir, also klicke einfach auf den Link in der Beschreibung. Das, was wir jetzt miteinander besprochen haben, ist sicherlich extrem anspruchsvoll. Und erst recht, wenn du ein aktuelles Problem hast, das dich schier zu erdrücken scheint. Aber wenn wir, und da nehme ich mich mit rein, wenn wir die obige Checkliste in einem solchen Moment trotzdem geduldig und diszipliniert bis zu Ende lesen, dann wird das etwas mit uns machen. Das ist nämlich dann eine entscheidende Hilfe. Und hier kommt jetzt meine letzte und vielleicht wichtigste Anregung. Wir sind manchmal zu klein, um ein Problem zu lösen. Noch. Aber wir können immer mit einem größeren Kraftfeld in Verbindung treten. Nenn es universelle Energie, nenn es Weisheit, nenn es Gott, nenn es Hilfe von anderen, wie du es nennen möchtest. Oder sag einfach, alles
ist miteinander verbunden. Nenn es Fügung, Führung, was auch immer, spielt keine Rolle. Es gibt Kräfte im Universum, mit denen wir uns jederzeit und leicht verbinden können. Und in Verbindung mit diesen Kräften sind wir stärker als jedes Problem, garantiert. Also du musst gar nicht so stark sein, aber in Verbindung mit dem Kraftfeld bist du stärker. Probiere es bitte aus. Vielleicht geht es dir wie mir, und wenn ich dann so auf ein Problem stoße und dann glaube, es nicht bewältigen zu können, dann tue ich zwei Dinge. Ich lese diese Liste oder ich treffe mich mit Freunden und Ratgebern, von denen ich weiß, hey, der tut mir jetzt in dieser Situation richtig gut. Durch beides gelingt es mir, etwas Herrliches zu erreichen. Ich trete nämlich dann in Kontakt mit meinem Kraftfeld. Ich spüre dann eine Kraft, die ich eigentlich noch nicht habe. Ich werde dann plötzlich ruhig, löse mich von dem Problem. Ich werde sachlich, ich denke über Lösungen nach, ich schreibe ein paar auf, welche könnte das Beste sein. Und auf einmal spüre ich die Wahrheit der einzelnen Punkte in dieser Checkliste. Und mir wird dann klar, auch dieses riesengroße Problem bildet keine Ausnahme. Und bald wird auch dieses riesengroße Problem aus der Rückschau für mich ein kleines sein. Jetzt gelten auch die Grundsätze für Probleme und dann bin ich wieder ganz bei mir. Nicht mehr aus der Bahn geworfen von einem Problem, sondern so, wie ich sein möchte. Und ich spüre, dass ich wachse. Ich kann jetzt etwas tun, wozu ich vor kurzem noch nicht in der Lage war. Ich habe immer noch die Neigung, mich zu beschweren. Bin ja Mensch, warum gerade ich? Warum jetzt? Warum auch das noch? Das ist doch nicht fair, das ist nicht gerecht. Aber ich spüre dann schon ganz tief in mir, hey, das tut mir gut. Das ist richtig so, dass das Problem jetzt da ist. Auch wenn ich es im Moment noch nicht richtig verstehe. Der größte Weise unseres Lebens ist die Zeit. Und in der Rückschau erkennen wir vieles sehr klar, warum wir das Problem brauchten, warum es gut für uns war. Also mein Freund, nimm deine Probleme an. Als das, was sie wirklich sind. Unser größter Förderer. Unbequem. Ja, scheinbar gnadenlos. Ja. Aber wie sonst sollen wir zu dem Menschen werden, der wir wirklich sein können? Wenn du reich werden willst, musst du nach einer längeren Liste von Problemen fragen. Also druck dir diese Liste aus und nimm sie mit auf Reisen, im Arbeitsplatz, zu Hause. Du weißt ja, Probleme werden wir immer haben, dafür sorgt das Universum. Und die Stunde Zeit, die du brauchst, um diese Liste durchzugehen, darüber zu reflektieren, die spart dir eventuell Monate und sie verändert wahrscheinlich dein Leben. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, da kommt ein Problem, du musst dir erstmal einen Moment lang dich sammeln, mal kräftig durchatmen, dann liest du diese Liste, dann wirst du sehen, du wirst stärker. Und irgendwann kannst du dich fragen, was habe ich damals gemacht, richtig gemacht, um diese Probleme zu lösen? Und dann veränderst du dich systematisch immer mehr. Dann hast du ein System geschaffen, mit dem dir die Zukunft nichts kann. Weil du weißt, egal was da passiert, hey, ich habe ein System dafür.